Hallo zusammen, schön, dass ihr reinschaut. Die Smarthose von Hans Schäfer ist ja ein echter Allrounder und der Topseller. Was die Hose alles verspricht und ob sie das auch hält, das schauen wir uns jetzt mal an. Unser Reporter Johannes testet für euch die elastischen Stretch-Einsätze, das Taschenmanagement, wie reißfest die Smarthose ist, ob sie wasserabweisend ist, die unkaputtbare Knieverstärkung, die Coolmax-Faser und die Industriewaschtauglichkeit. Klingt nach verdammt viel. Deshalb würde ich sagen, Johannes, leg los, gib Gas. Wir testen heute die Smarthose mal auf Herz und Nieren. Und damit es möglichst realistisch abläuft, habe ich hier noch meinen Handwerker des Vertrauens dabei, Franz. Ja, der sieht wirklich vertrauensvoll aus, der Franz. Angezogen, also wenn du willst, können wir loslegen. Dann fangen wir doch einfach mal mit dem Einfachsten an. Wie bequem ist die Hose? Also die Hose hat sich beim Anziehen schon sehr elastisch angefühlt. Also ich merke es auch, wenn ich jetzt hier, ich werde jetzt unterschiedliche Positionen ausprobieren. Stretch-Übungen sind immer gut. Ob irgendwas anschnürt oder ob irgendwas eng ist. Richtig, stretchen und dehnen. So typischen Handwerker, Handwerkerposen. Du hast recht, aber ich merke es wirklich in jeder Position, die Hose ist extrem elastisch. Na, auf jeden Fall. Das liegt am Stoff. Da kriege ich sogar einen Spagat mit hin, Mensch. Das bedeutet, die Hose lässt sich in vier Wege, also in vier Richtungen dehnen und damit fühlt sie sich einfach angenehm an. Super. Also ich würde sagen, der erste Punkt geht schon mal an die Smarthose. Elastisch kann sie. Dann machen wir direkt mal weiter mit der nächsten Eigenschaft. Ich habe hier einen Werkzeugkoffer. Er ist gefüllt mit allem, was das Handwerkerherz begehrt. Auch Zigarren. Jetzt wollen wir mal sehen, Franz, ob du alles, was da drin ist, in der Smarthose verstauen kannst. Auf jeden Fall bei so vielen Taschen. Ja, das ist immer super mit den Taschen. Und vor allen Dingen da die Lüftung, die Klimaanlage. Ne? Einfach nur einen Reißverschluss mal nach unten ziehen und schon kommt frische Luft ran. Wenn wir jetzt gleich mal anfangen. So, da. Das tue ich da rein. Ja, ganz wichtig, wenn man auch in gewissen Höhen arbeitet, da kannst du nicht hier hoch und runter gehen, sondern möchtest alles mit dabei haben. Von daher ganz wichtig, dass man alles mitnehmen kann. Vom Hammer über den Schraubenzieher bis zur Wasserwaage. Die Zange, die mache ich hier rein. Den Schlüssel, der kommt hier oben rein. Die Zange, die schiebe ich hier zur Seite rein. Das Feuerzeug kommt rechts rein. Das kann ich hier oben festmachen. Genial, was der alles unterbringt. Das Cuttermesser kommt hier rein. Super. Ja, Wahnsinn. Schau dir mal an. Wir haben alles reingekriegt. Aber jetzt kommt der ultimative Test. Ich werde mich jetzt hinsetzen und schauen, wie sich das Ganze anfühlt. Angenehm. Ja, Taschen an der Arbeitshose kannst du einfach nicht genug haben. Es ist alles bombenfest, sitzt. Tipptopp. Mich drückt nichts. Es ist echt angenehm. Super. Ich würde sagen, Taschentest definitiv auch bestanden. Genial. Ja, es ist immer alles schön und gut, Franz. Aber du bist nicht der Einzige, der eine Smarthose hat. Ich habe nämlich auch eine dabei. Na, sowas. Und wir testen jetzt mal mit vereinten Kräften, wie reißfest die ist. Okay. Ich würde sagen, du nimmst dann mal hier ein Hosenbein, ich nehme das andere. Ja, dann gib mal Gas, Jungs. Ralf Müller-mäßig? Oh. Pah, die hätte ich auch nicht zerrissen. Oh. Selbst in meinen besten Gladiator-Zeiten nicht. Reißfest ist sie auch. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal in eine richtige Handwerkerumgebung. Jetzt geht's nämlich ans Eingemachte. So, Johannes, jetzt sind wir in der Werkstatt. Hier fühle ich mich gleich viel wohler. Schau mal her, ich habe schon alles vorbereitet. Hier die Hose. Hier ist schon ein Kniepolster drinnen. Ich werde jetzt in das andere Hosenbein auch noch ein Kniepolster reinmachen. Ja, man kennt das ja. Weil eigentlich merkt wenn du mit normalen Arbeitshose auf den Knien arbeitest, ruckzuck ist die durchgescheuert. Auf Asphalt oder Rollsplit oder Kies oder scharfe Kanten und so. Genau so ist es. Aber Johannes, ich habe ein Spezialwerkzeug. Oh nein. Und ich der wird jetzt wohl nicht mit der Axt da draufhauen. Okay. Ich meine, die ist ja richtig scharf. Da bin ich ja gespannt. Ich auch. Oh Gott. Oh, ich bin es. Ja, die hält. Wow. Ja, wow. Zeig, das gibt's ja nicht. Ja, Wahnsinn.
Schau mal, das Johannes. Das ist ja unglaublich. Der Stoff ist überhaupt nicht geschädigt. Ja, Wahnsinn. Da ist nichts. Nichts. Aber nichts. Wir schauen jetzt mal. Gar nichts. Das Knie-Polster, ein Wahnsinn. Irgendwas abbekommen hat. Nein. Ist ja wie ein Superman-Kostüm. Das ist ja Wahnsinn. Hat's ausgehalten. Ja, das kriegt nicht mal der Ralf Möller durch. Selbst wenn ich drauf beiß, würde ich es nicht durchkriegen. So stabil ist. Hm? Und was? Das liegt am Cordura-Gewebe. Cordura-Gewebe, was ist das? Cordura-Gewebe ist durch seine besondere Bearbeitung viel strapazierfähiger und abriebfester als das normale Nylon, aus dem eigentlich die meiste Arbeitskleidung besteht. Außerdem ist es schmutz- und wasserabweisend und wie du jetzt gesehen hast, es hält wirklich einiges aus. Und allerdings. Johannes, was mir auch besonders gut gefällt, wenn ich die Hose anhab, fühlt sich einfach total angenehm an. Ja, kann ich nur bestätigen. Leicht, luftig und dann so extrem fest. Wirklich top. Und die gibt's auch als Damenhose und als Shorts. Es ist für jeden was dabei. So Franz, jetzt testen wir mal schnell, wie nass kann die Hose eigentlich werden? Ja. Ja, super. Da kannst du ja auch beim Regen schön im Garten oder auf der Baustelle arbeiten. So, schau mal, es perlt richtig schön ab. Eine Allwetterhose. Ich würde sagen, ob bei Regen oder Schnee. Die Hose ist wasserabweisend. Coolmax Fasertechnologie. Was heißt das eigentlich? Also das bedeutet vereinfacht gesagt, dass mithilfe der DuPont-Fasertechnologie die Feuchtigkeit vom Körper leichter an die Stoffoberfläche transportiert wird. Ergo, der Stoff ist atmungsaktiv. Ist egal, wie heiß es ist, kannst du selbst mit in der Wüste mitarbeiten, bei 40 Grad. Da hält die noch kühl. Eine Sauna haben wir leider nicht hier, Johannes, aber ich werde jetzt selbst einfach ein bisschen Übungen machen. Na Franz, wie wär's denn mal mit Handeltraining? Eh? Bitte. Da treffen wir uns mal. Schneller, 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 schneller. Komm, ein bisschen geht noch was. Ein bisschen was. Komm, 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 jetzt komm. 102, 103. Ah, oh, ist richtig schnell, Junge. 4001, 4002. Ja, von wegen. Den Trick kennen wir. Spannung im Körper, schön gerade machen. Eine Minute geht noch. Noch zwei. Noch eine. Okay, noch 10 Stück. Eine schaffst du. Ja, super. Boah. Also auch zum Training sind die Sachen super im Gym. Ralf wäre stolz auf dich. Ja, richtig, Franz. Hast du gut gemacht. Weißt du, es fühlt sich total angenehm an. Ich schwitze überhaupt nicht unter der Hose. Ja, super. Ja, dann würde ich sagen, dann hat die Hose den Test auch bestanden. Und für den nächsten Test, das ist mein absoluter Lieblingstest, da gehen wir jetzt an einen anderen Ort, nämlich in einen Waschsalon. Ja, also es ist für jeden Handwerker ein absolutes Muss, nach getaner Arbeit, die Kleidung in die Wäsche zu werfen. Vor allem in die Industriewäsche. Genau. Ja, nach einem ausreichenden Tag ist mit 30 Grad nicht viel zu machen. So, jetzt lassen wir das Ding 10-mal laufen. Und dann schauen wir, ob noch was übrig ist. Genau. Hier kannst du dir alle Fehler erlauben, weil die Arbeitskleidung wird nie schrumpfen, nie verkleinert werden. Und auch nach 10-maligem Waschen ist sie immer noch wie neu. So, dann wollen wir jetzt mal nachschauen, wie viel von der Hose noch übrig geblieben ist. Schau dir die Farbe an, sehr schön. Wow. Also ich muss echt sagen, obwohl die jetzt 10 Runden gedreht hat. Tja, was heißt 10-mal? 100-mal waschen, da sieht die immer noch neu aus. Die Hose hat jetzt alle 7 Punkte glatt bestanden. Ist doch ein Traum für jeden Handwerker, oder? Absolut. Ja, danke Franz, danke Johannes. Da hat das Team aus Bamberg wirklich hart dran gearbeitet. Ich würde sagen, das ist die bewährte Hans-Schäfer-Qualität, die wir hier gesehen haben. Die Smart-Hose, die hält, was sie verspricht.